So. Dann Attacke. Die Trauger wegmachen hier. Wenn sie eh nicht den Hagen angreifen, nützen sie mir noch weniger. Okay. Gut. Ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Stimmt's? Keiner kann behaupten, ich hätte euch nicht gewarnt, sagt er. Söldner, wenn ihr sie besiegt, werden eure Geldbeute randvoll sein. Ich setze hier nicht mein Leben aufs Spiel. Gehabt euch wohl. Ja, natürlich haut er ab. Nein, bleib da, du Feigling! Na ja, klar. Habe ich schon mit gerechnet, dass wir die ganze Kampagne überjagen müssen. Junger Gebieter, Hagen scheint aufs Ganze gehen zu wollen. Ich glaube nicht, dass wir sie lange aufhalten können. Tut mir leid, euch enttäuscht zu haben. Was? Aber hallo, wir sind Übermacht und so? Gebt die Hoffnung nicht auf, Halvard. Ihr werdet überleben. Glaubt mir. Ja. Ach, du Eilige. Kann man hier irgendwie sowas wie eine Alarmglocke schlagen? Geht das? Oh, Scheiß, geht das? Nee. Oh je. Oh je. Oh je. Meine gut, sie fokussieren sich immer zuerst auf die Türme, ne? Während die Bauern auf sie einprügeln können. So, jetzt kann ich die Bauern nicht dazu befehlen. Ah, sie sind automatisch Miliz. Ich glaube, wir sind genau rechtzeitig gekommen. Ah, Brand kommt gerade zurück. Wer ist das denn? Egil? Genau rechtzeitig? Wir haben... Ey, hallo, ich wollte zur Ruhe lesen. Kann ich pausieren? Hallo, ich will das lesen. Was auch immer, es gibt immer eben eine Krähen. Das, oh Mann! Ich wollte das lesen. Ich habe keinen einzigen verloren. Lull. Reparieren? Reparieren. Wieder dahin. Ja, ist mich gerade ein kleiner Gegenangriff. Oh, obwohl, klein ist gut. Oh, die KI rennt voll drauf rein. Unsere Verbündeten. Okay. Oh gut, dann hat sich das jetzt wohl erledigt. Schade, ich dachte, die kann ja noch ganz in Ruhe weitermachen. Bitte, wann kam hier der Angriff? So, jetzt aber hier drauf. Jetzt geht er wieder hier unten ran. Aber hier haben wir Leute. Schrägstrich ein Turm. Achso, nee, das ist hier wieder NPCs. So, Kapuzki. Wird auch erobert. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Dialoge so schnell weggehen, ne? Hätte ich gerne noch in Ruhe gelesen. Oder wenigstens pausiert, damit ich es lesen kann. Ja, ich würde sagen, das war's dann gleich, ne? Brauche ich nichts mehr zu machen hier. Uff, 1-4 habe ich nicht. Geh mal hier hin. Ich will auch nochmal Teil dazu beitragen. So. Übrigens, wir haben Halbzeit durch, wa? Über 6 Stunden schon. Da schickt wieder so eine Seefahrer los. Oh! Es kommt ein Gegenangriff. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, komm, wir gehen mal rein. Man weiß ja nie, ne? Nicht, dass jetzt hier einer der Helden stirbt und dann Game Over, ne? Das wäre ärgerlich. Zack, geschafft. Den Göttern sei Dank für euer Eingreifen. Ich bin mehr als dankbar, dass ihr euer Leben riskiert habt, uns zu retten. Halt, was? Heißt das, wir sind hier, um Leute zu retten? Lass mich raten, nach Söldnermorden habt ihr nicht weiter zugehört? Versteh mich bitte nicht falsch, aber war so viel Brutalität wirklich nötig? Ich werde Hagen für euch umarmen, bevor ich ihn töte. Ein einzelner Mann und so viel Überheblichkeit und Rücksichtslosigkeit. Ich wünsche euch, dass ihr alt genug werdet,
um die Früchte eurer Siege zu ernten. Ja, gut, ich werde da mal kurz das Fenster zu machen. Chapter 3. Du musst aus Interesse, was wären die Bonusziele? Alle gefallene Valkyren. Ah, come on! Ich hätte hinter die Kobolde gehen müssen. 6 Festmähler organisieren. Hatte ich dann nicht schon 6? Okay. Na gut. So. Ah, und jetzt kann ich auswählen. Okay. Ah, gut. Leute, ich bin gleich wieder da. Muss mal ein kleines Päuschen machen. Ihr kriegt wieder ein paar Clips von mir und StuTV. Bis gleich. Das Ding ist weg hier. Cool. Der Turm. Der Turm vom ersten Teil noch. Es ist das Relikt, ja. Echt jetzt? Es gibt einen Feuerlöscher hier! Wie geil ist das? Hey, Herr Karasimmer, wie gut einfach, ey! Geht einfach ein Feuer! Voll dunkel! Dann gehen wir mal zum roten A. Aber nicht AA machen. Deckung! Reiten haben wir auch schon nicht mehr gekillt. Hier wächst übrigens Mohn. Ja, wenn du durch ein 3D-animiertes Spiel zum Kräuterkundler wirst, ne? Hui! Ist ja besser als Achterbahnfahren hier. Hui! Hallo Wanderer! Tschüss Wanderer! Es ist halt noch unten. Oh, jetzt muss ich aufpassen, wo ich das Ding hinflacke, weil sonst, Achtung! Kai! Kai! Ja, ich lauf doch schon. Alter. Oh. Oh Gott. Alter, zum Glück ist das nicht mehr so schlimm, dass das ganze Haus zerstört wird. Oh, ich hab's schon im Trümmern liegen sehen. Ja, ein bisschen schrumpft es immer, oder? Da muss halt mal so ein Haus dran glauben. So, da ist er wieder. So ein bisschen die flattern, du. Mir tun schon echt die Ohren weh. Wir haben ja auch noch den Kopfhörer gesagt, wenn das alkoholfrei, nee, da ist in meinem Krug, Hasko, ist immer Alkohol drin. Immer, okay, Tatsache. Oh Mann, Matthias schon wieder runtergerutscht. Matthias hat gerade mal geschaut wegen Peisern, aber geht nicht. Sag mal, will der Typ mich verarschen? Dabei dürft ihr raten, wo Kelvin ist. Gut. Danke, Mira, danke. Okay, also. Diese Mündung ist ein wichtiges Nadelöhr für den Handel. Wir müssen ein Handelsnetzwerk aufbauen, über das wir zukünftige Expeditionen mit Vorräten versorgen können. Ha. Ich muss gestehen, ich finde diesen Bonus mit den Schafen schon echt mächtig. Aber Brand hat natürlich auch seine Vorteile. Ha. Nee, ich glaube, das mit den Schafen ist wirklich mächtig, weil wir ja je nach Forschungsfortschritt entweder Gold oder Nahrung rausbeziehen und damit wiederum noch mehr Handel treiben können. Vorausgesetzt, es bleibt wirklich eine friedliche Mission im Sinne von wirklich Handel treiben und diesmal keine Gegner zum Bekämpfen, außer wildes Zeugs da, ist das okay. So. Starten! Hagen had eluded us, so Egil left to track him down himself. He was to send for me upon finding him. In the meantime, Brann and Halvar insisted we establish a far-reaching supply network for all our future expeditions throughout Northgard. This would be a war of another kind entirely, one to be fought with gold rather than steel.
I just had to focus on the task at hand, waiting to hear from Egil. So, diesmal werde ich gleich am Anfang der Mission speichern. Da wären wir. Das ist eindeutig der beste Ort für ein Nadelöhr, um den Warenfluss zu kontrollieren. Krempeln wir die Ärmel hoch. Ehrlich gesagt würde ich lieber kein Blut vergießen. Das schadet dem Geschäft. Die sieht ja cool aus. Moment mal, die ist ja auch Rabenclan. Oh nö! Oder? Nee, warte. Der Dingens, der hatte ein schwarzes Banane. Die hat violett. Seid gegrüßt, meine Herren. Wie ich sehe, sind wir alle zum selben Schluss gekommen. Diese Region wird die Handelszentrale für die Sieger sein. Seid gegrüßt. Ihr müsst Liv vom Doch Rabeklan, okay, sein. Der Leutnant des Dreckskerls Hagen. Ich wäre lieber euer Verbündeter als euer Feind. Die Nonnen scheinen da aber anderer Meinung zu sein. Erwartet keine Gnade von mir, Rabe. Bald müssen wir alle für Northgard bestimmten Waren an uns vorbeikommen. Nee, bald müssen alle schön. Hier ist nur genug Platz für einen Handelsmagnaten und ich kann nicht zulassen, dass ihr mir einen Strich durch die Rechnung macht. Trotzdem wünsche ich euch viel Glück. Okay, wir müssen doch kämpfen. Zu sehen, dass manche Kämpfe auch ohne kindische Brusttrommeln ausgefochten werden können, tut gut. Wir müssen euch ebenfalls. Wir wünschen euch ebenfalls viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Wir fangen besser an. Der Schlüssel zum Sieg besteht darin, ein Langschiffdock und einen Leuchtturm zu errichten, um dann Hauptverkehrsrouten zu erschließen. Okay. Speichern. So. Wir haben natürlich gleich wieder überall Minus. Okay. Und schon das erste Schaf. Immerhin. Immerhin. Was haben wir hier in der Region? Noch gar nichts. Okay, also wie immer. Speer. Wupp. Dann. Gewonnen oder was? Warte mal hier. Zack. Holz. Holz, Holz, Holz. Ah, es geht in zwei Richtungen. Ah, okay. Moment, da bräuchte ich jetzt theoretisch noch einen Speer, aber erstmal nicht. Nicht wieder zu viel auf einmal wollen. Ich habe mich gerade Nahrungsminus, weil nämlich gerade zwei Leute gleichzeitig bauen müssen. Schicke ich ihn doch mal. Er soll aufhören zu bauen. Ja. Neues Gebiet. Was haben wir hier? Wölfe. Und zwei Schafe, die ich zu Nahrung umwandeln könnte. Jetzt schlachte ich erstmal das und haben wir erstmal wieder plus 80. Sehr schön. So. Dann hier bitte mal da. Hier drin gibt es auch Weizen. Alles klar. Und Holz ist nebenan. Ja, noch besser. Zack. Haben wir hier auch wieder ein Schaf? Oder zwei oder drei? Ja, da ich neben den Wölfen ein bisschen unwahrscheinlich war. Jetzt hätte ich mich gleich wieder beide geschlachtet, aber okay. Also, Getreide bitte. Ah, kein Holz mehr für ein Silo, aber okay. Ja, toll, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das anders gebaut, aber egal. Ach, hier nebenan gibt's Fleisch und Steine und noch einen Runendingens. Das wird alles so ein bisschen überdeckt. Ah, okay. Ach, wen haben wir denn da? Aus meiner Stepp. Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Mann, hier, da, geh bauen.
Leuchtturm muss ich ja erst noch erforschen, ne? War doch so. Ne? Nee, freischalten war das, ne? Freischalten war das. Ja, indem ich das Gemeindehaus ausbaue. Das heißt, wir brauchen so oder so das Gebiet hier 100 Pro für sowieso Nahrung und Wissen, aber auch für die Steine. Silo war 80 Holz, ne? Mhm. Wichtig ist erstmal über das erste Jahr zu kommen. Sehr gut. Bitte zwei Bauern hier rein. Ich habe jetzt noch ein Gebäudeslot hier, oder? Ja. Heiler. Nee, Haus! Haus, Robin, Haus! Was schon wieder. Ja. Da, genau in dem Moment, wo es mir einfällt, brüllen sie auch schon wieder danach, ne? Warte, wie viele Slots habe ich hier? Drei insgesamt. Okay, da passt hier auf jeden Fall noch ein Haus rein. So. Und im Anschluss eigentlich der Heiler, aber ich merke kein Holz mehr. Eieiei. So, wie ist jetzt wirklich das? Also wirklich nur erstmal, okay. Kommt wahrscheinlich dann noch ein Folgeziel, denke ich mal, ne? Kann er schon mal rüberluschen? Ja, okay. Sie hat sogar schon, ja, okay, alles klar. Die ist schon soweit. Na gut, aber die schietet sich ja auch Ressourcen wahrscheinlich. So, wir haben ein leichtes Plus immerhin. Es baut keiner das Haus. Wisst ihr noch, in der vorigen Karte, wo wir so schon übermächtig waren? Ich wünsche mir diese Zeit zurück. Eieieiei. Man kann sich aber auch echt schön vertiefen in das Spiel, muss ich ja mal sagen, ne? Macht doch echt Spaß. Und dann geht's wahrscheinlich um Handelseinflusssieg, ne? Das wird sein, denke ich mal. Geht auch schon mal hier rein. Machen wir das schon mal ein. Und bring uns Wissen erstmal her. Und ein bisschen Geld. So, wann kommt der nächste Hansel an? In 20 Tagen. Silo bauen für mehr Nahrung, weil es kommt ja auch bald ein Winter auf uns zu. Wo ist mein Speer überhaupt? Ach, hier unten. Uncool. Bitte gehen Sie weg. Danke. So, der nächste Bewohner kommt gerade rein. Baue dies. 60 braucht man für einen Heiler, wa? Ja. Okay. Brennholz ist jetzt wieder kräftig. Eigentlich wäre es gar nicht mal so dämlich, wenn ich die Wohnhäuser an sich in der Startprovinz konzentriere. Das kombiniere mit den Schafstellen. Stefan, grüß dich mal lieber. Ich habe dich heute nicht auf der Kurzwahltaste 4, Mann. Das tut mir leid. Das ist nämlich ein Spiel, wo ich keine Medizin verwenden kann. So, warte, du bist fertig damit bauen. Dann bau doch bitte jetzt dann hier den Mediziner. Den Stefan. So. Wann kommt der nächste? In 6 Tagen. Wunderbar. Müssen dann wieder zwei arbeiten, wie mir einfällt. Aber gut, dann haben wir erstmal zwei und dann noch Platz für drei weitere. Läuft. Allerdings, Produktion der Nahrung ist auch so ein Thema, ne? Egal, wir haben drei Leute, die verwundet sind. Muss jetzt sein. Ja, aber ich bin ein Teil des Dorfes. Ja, genau, wir sind Teil des Dorfes. So, eigentlich Heiler, ne? Heilerhütte, nicht Medizinerhütte, aber egal. So. 5 von 5 Gebäude. Mit 100 Gold wäre ein 6er drin. So. Ich brauche jetzt aber endlich mal die Steine.
Und auch Holz, ja. Aber was hole ich mir zuerst? Eigentlich wäre das hier optimal für schneller Holz. Ah, Forschung. Moment. Ja, ich gehe wieder den zivilen Weg hier zuerst, ne? Ja. Ja. Vor allem auch für die späteren Upgrades. Auch das hier, ja. Gut. Dann auch das Gebiet entwickeln, die Kosten halbieren. Auch super wichtig. Wie ich finde. Was kaufe ich mir zuerst, ne? Eigentlich wäre Holz besser. Dann kann ich mir auch die Hütte hier rausnehmen und dann stattdessen die Brauerei da reinsetzen. Ja. Eigentlich. Und eigentlich brauchen wir noch mehr Nahrung. Das heißt hier Jägerhütte. Dann können wir da auch mit der Zeit die Steine abbauen. Gut, dann. Wie viele sind's? Zwei, drei? Drei. Schafft er, wir können uns ja zur Not zurückziehen. Den zweiten kriegen wir safe. Der dritte wird vielleicht ein bisschen knapp. Da kommt der Winter. Oh ne, den dritten kriegen wir auch noch. Gut. Ist er stärker als vorher oder kommt mir das nur so vor? Ich sehe halt kein Level bei ihm, ne? So, das Ding erobern wir jetzt. Siehst du, mit der Steine könnte ich ja dann auch das Bauernhaus aufwerten, ja. Wir könnten dann auch, wenn das günstiger geworden ist, hier noch einen Slot mehr hinzuholen für den Schafstall. Ja. Es fehlt übrigens noch ein Händler, wie mir einfällt. Zwei Taler mehr. So, das ist unser. Dann wollen wir hier auf jeden Fall eine Jägerhütte und ein Silo haben. Jägerhütte. Ah ne, dann lass mich mal Platz, falls ich noch ein weiteres Dock bauen kann und möchte. Wie viel Holz fehlt? Ach du Heiliger. Sollte natürlich auch jemand bauen, sonst wird es nichts. Ein Einwohner kommt noch. Reicht dann gerade so für die Jäger erstmal. Dann brauche ich schon wieder eine Hütte. Die brauche ich schon vorher. Was? Geht raus da. Geht raus da, alle beide. Nein. Aus. Aus. Jetzt haben sie gerade natürlich nichts zu tun. So, jetzt aber. Minus 14 war das jetzt. Aua. Jagdhütte abgeschlossen, okay. Erst noch das Haus zu Ende bauen lassen, dann können sie. Speer wurde verletzt, ja, okay. Gut, du kannst schon mal jagen gehen. Die Schafe, geh mal bitte hier hin. Ich weiß, ob die auch angegriffen werden können. Zwei Schätze, Eisen, Steine. Wieder Wölfe und Trauger. Und Bären. Ja, schön. Aber echt viele Steine, das heißt, ich werde viel aufwerten müssen einfach. Wahrscheinlich, um hier noch mehr Seefahrer reinzuprügeln, ne? Klingt irgendwie logisch, oder? So, der zweite Jäger kann jetzt auch wieder anfangen, sehr schön. Und minus 5 nur noch. Ah, reicht immer noch nicht. Gut, plus 3, immerhin. Ah, ich habe das Silo noch gar nicht gebaut. Ah! Na gut, aber auch kein Holz. Okay, Schafstelle, ja. Ich komme nicht drum rum, ich brauche das Silo. Aber
Aber ich werde... Ah, jetzt sind sie schon vergünstigt. Sehr gut. Moin Kafka, wieder mal. So fehlerfreies Gameplay. Ja, kannst du mal sehen. Perfekt, ne? Der arme Krieger, der muss erstmal mit Medizin versorgt werden. Stefan, du weißt aber schon, dass du gerade sagst, dass du den, also dass der Krieger mit dir versorgt werden muss. Ne? Das könnte man sehr leicht falsch verstehen. Meiner nur. Meiner nur, ne? Oh, was jetzt? Verzeiht, junger Gebieter. Sollten wir uns nicht um das Sammeln von Steinen kümmern? Ja, da bin ich doch gerade dabei. Chill doch mal. Aber Nahrung ist doch wichtiger, weil... Das war mir irgendwie entfallen. Wir sollten ein paar Vorkommen suchen. Gute Idee. Das Aufwerten ist mehr als reiner Luxus. Es ist der Schlüssel zum Sieg. Dadurch können wir mehr Arbeiter beeinflussen und unsere Aktivitäten effizienter gestalten. Ja, das habe ich gemerkt. Wir werden aber vermutlich nicht alle Gebäude aufwerten können. Wir sollten uns genau überlegen, welche am wichtigsten sind. Ja. Wir sollten den Abbau von Eisen nicht vergessen. Ja, definitiv. Vor allem nach dieser einen Forschung, die uns diverse Updates kostenlos bringt, ne? Vor allem jetzt haben wir ja alle Nahrungsproduzenten-Updates kostenlos. Ich hab dich schon gesehen, du kleine Halunke. Geh dich zurück. So, bam, da kam die Butze. So, du bist der Holzfäller, ne? Ja. Gut. Leichtes Plus nur. Jetzt haben wir plus 7. Sehr schön. Wie viele passen hier rein? Einer. Dann rein da. Wir haben noch Platz für 4 weitere. Auch gut. Hier ist jetzt 3 von 3. So. Weil Bergwerk. Ja. 30 Steine. Das sind einmal das Gebäude aufwerten für den Zehner. Das werdet ihr wahrscheinlich auch aufwerten müssen, je nachdem welche Mission. Ja, klar. Doch, wegen dem Leuchtturm. Logisch. Logisch. Ja, nee, warte, Quatsch. Der Leuchtturm, der ist doch hier mit bei, oder? Ja. Kostet keine Steine, okay. Schauen wir mal. Und noch mehr Steine gefunden, okay. Wieder Wölfe, noch mehr Wölfe, Trauger, Bären. Auch viele Forschungszentren, ne? Also hier diese mythischen Städten, meine ich. Ich habe wieder vergessen, auf Bauen zu drücken, ne? Mhm. Perfektes Gameplay, ne? Perfektes Gameplay. Na dann, Happy Feierabend, Kafka. Happy Feierabend. Das hier würde mich jetzt auch 50 kosten, ne? Genau, da mache ich jetzt hier schon mal langsam so eine Kriegerhütte rein. Auch wieder ein Fuffi. Du überlegst halt Geld auszugeben? Wieso? Willst du die anderen DLCs noch holen oder welches Spiel willst du holen? Mann, ich habe immer noch keine Brauerei, ne? 0,8 nur. Ah! Warte mal, ich kann auch das hier auch noch aufwerten, ne? Ja, okay. Trotzdem noch eine Brauerei. Forschung ist durch. Was ist für später wichtig? Erstmal das hier. Du hast 2 Wochen Urlaub. Ah, willst du dann verfahren? Nee, wegfahren. Oh nö! Draugerportal. Ja, nee, ist klar. Ich krieg gleich 2 ab. Euer Ernst? Ich habe noch nicht mal einen Turm gebaut. Oh, wie fies. Ich wollte mir gerade das nächste Gebiet holen für Holz. Mann. Arschkrampen. So, aber ihr könnt schon mal auf Steinproduktion gehen. Es wird echt Zeit. Wir sind sogar ein bisschen zu spät drin. Immer noch einen Turm gezimmert? Ja. Aber ich habe keinen, der bauen kann. Scheiße. Narf!
Warte mal, geh mal du hier auf die Hütte. Bau danach den Turm. Da. Müssen halt ein bisschen die Forschung zurückstecken, auch wenn es ärgerlich ist.